Gut, Krug. Bin ich jetzt gestolpert oder was? Durchsuchen Bandit. Dietrich wieder und Gold. Und den durchsuchen wir auch mal. Ich sollte mir jetzt auch mal, damit ich meinen Bogen mal wieder aufladen kann, vielleicht einmal die Seelenfalle irgendwie mal nutzen, dass wenn ich einen einzelnen kriege. Okay. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Und noch einer. Willensschwaches Gesindel. Tot sind sie praktisch nutzlos. Sie scheinen jedes Mal, wenn er sie wieder aufleben lässt, etwas dümmer zu werden. Falls das überhaupt möglich ist. Okay, was tun die da? Solange sie eine Spitzhacke schwingen können, wo... Entschuldigung. Sage, sind sie Loot geht vor. Genug. Habt ihr gehört? Geh mal weg, Lydia. Anderen müssen etwas gefunden haben. Wir sollten uns das besser ansehen. Die hier können für ein paar Minuten auf sich selbst... Oh. Entdeckt! Sowas. So, jetzt nehme ich aber die Seelenfalle eben mal. Wie bereits... So. Sitze nicht genügend Magiker, um das nochmal zu machen. So. Aha, coole Sequenz. Beide gleichzeitig draufgehauen. Und ja. Hier sind auch solche Aschehaufen. Das sind scheinbar wiederbelebte Untote oder irgend sowas. Schwarze Magierrobe. Ein Schwarz, cool. Bandit, Gold. Spitzhacke habe ich ja eine. Pelzschild. Will ich nicht, weil, na, ihr wisst ja, ich will lieber Nahkampf zusammen mit Zauberei machen, wenn dann. So, habe ich jetzt einen Seelenstein aufgeladen, ist die Frage. Wo sind denn die Seelensteine? Also, ich habe es jetzt nicht drauf geachtet, ob es geklappt hat. Winziger Seelenstein, die sind alle leer. Der ist auch leer. Sieht nicht so aus, ne? Wollen wir beim nächsten Mal nochmal probieren. So. Zaubertrank der Heilung, Brot, Eisendolch, Krug. So, was haben wir denn da? Das ist doch eine Kiste, oder? Stand irgendwas von Lesen. Lesen! Bericht der kaiserlichen Kommission zur Katastrophe. Hier könnte drinstehen, was hier so vor sich geht. Invasionsvorbereitungen des Kaisers nichts auszusetzen hat. Wow, das ist viel. Die Invasion von Arkavir. Noch hatte das Expeditionskorps keinen echten Widerstand erfahren. Nun schickte der Kaiser in Unterhändler... Die vier Legionen, bla bla bla. Okay. Das ist extrem viel. Was ist das? Ist wirklich ein ganzes Buch. Ich finde es krass, dass sie sich die Zeit nehmen, das zu schreiben. Wie gesagt, ich lese da hin und wieder auch ganz gerne mal ein bisschen, aber vom Let's Play das alles vorlesen, ich glaube, es ist klar. Ich überfliege nur, ob mir irgendwas ins Auge fällt. Die Kommission ist der Meinung, dass die Invasion von Arkavir von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen sich leider kein einziger voraussehen ließ. Trotz der ausführlich einbezogenen Erkundigung war das Expeditionskorps offensichtlich auf die Situation in Arkavir nicht vorbereitet. Ja, okay, also hier ist irgendwas schiefgegangen. Gegangen, vor langer, langer Zeit vermutlich. Ja, na gut. Haben wir reingeguckt. Und... Hier haben wir noch eine Truhe zu durchsuchen. Gold. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht. Zerstörungszauber kosten weniger. Ich denke, das ist eine Verzauberung, die will ich lernen. Die will ich auf jeden Fall lernen irgendwann. Eisenpfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Kann nicht schaden. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht es hier weiter? Wo geht es hier weiter? Schauen wir mal die Umgebungskarte an.
Da sind wir rein. Ah, hinter mir ist irgendwo was. Ah, da ist ein Stollen. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Da liegen auch schon wieder Beschwörer-Novizen rum, Tote. Zutaten nehme ich mal mit. Stab der Funken. Ein Blitz der Gesundheit und Magika 8 Punkte Blitzschaden pro Sekunde zufügt. Also mitnehmen tue ich ihn auf jeden Fall. Auch die Magierrobe für Gewicht 1 sind die immer richtig gut. Also Magier umlegen lohnt sich. Was war denn das für ein Geräusch? Boah, das sind Trauger. Wie der Biss eines Klos. Naja, so in etwa. Sag mal, ich hab doch die Seelenfalle auf der einen Maustaste, oder? So, das sieht gut aus, würde ich sagen. So. Na? Da draußen lagen noch zwei. Draugr. Jetzt frage ich aber, wen haben die angegriffen? Muss ich gleich gucken. Nachdem ich einmal ins Inventar noch geguckt habe. Und das muss jetzt... Ja, ein kleiner Seelenstein. Ist... kann ich meinen Bogen quasi wieder aufladen? Objekte, das mache ich nämlich auch gleich, weil dann habe ich den kleinen Seelenstein auch wieder frei, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn nicht, ist auch egal. So. Ist er wieder aufgeladen. Und habe ich den Seelenstein jetzt noch? Oder ist der kleine Seelenstein damit zerstört? Oder? Ja, okay, er ist zerstört. Na, ist egal. So. Wegstecken erstmal. Eimer. Ich muss mal ein bisschen näher ranzoomen. Ich stehe die ganze Zeit im Gemüse mit dem Gesicht. So. Was sind das hier? Urnen. Ganz viele Urnen. Zaubertrank. Die ist leer. Hätte ich gar nicht reingucken müssen. Da ist was drin. Gold. Bisschen Gold. Leer. Leer. Durchsuchen. Okay, Zaubertrank. Kann man auch mitnehmen. Eine Truhe. Ein Amethyst. Sehr schön. Rolle der Geißel Untoten. Untoten bis zur Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Puh. Oh, ein Seelenstein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch wenn es nur ein winziger ist. Kann man die dann eigentlich auch kombinieren, die kleinen? Also die kleineren zu größeren? Weiß ich gerade gar nicht. So. Von da draußen sind wir gekommen, wa? Bisschen die Orientierung verloren gerade. Da... Muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ja, bin schon halbwegs richtig unterwegs, glaube ich. So, schauen wir mal hier. Da ging es nach unten. Da waren wir aber schon. Oh Gott. Ein Draugr! Na, kann ich dich nicht... So, da haben wir noch einmal eine Seelenfalle erfolgreich gemacht. Ja, ja, ich pass schon auf. Ich gehe jetzt mal auf Flammen erstmal wieder. Natürlich nicht auf Seelenfalle und Flammen, sondern auf Flammen und Stahlstreitkolben. Ruheloser Draugr. Da noch mehr Gold. Da kamen die raus, da ist aber nichts weiter zu erkennen. Habe ich den schon durchsucht? Nee, ne? Das Gold noch mit natürlich. So. Jetzt schaue ich nochmal in die Objekte rein. Ich glaube, ich habe so langsam verstanden, wie das funktioniert. Da ist ein winziger Seelenstein jetzt geladen, genau. So, da kam noch einer raus. Dann geht's hier weiter. Ich lasse die Waffe jetzt gleich mal im Anschlag, würde ich sagen.
Ein Ohr juckt, das heißt wohl, dass hier irgendwo Gegner in der Nähe sind. So, Entschuldigung. Das ist, ja, das ist so ein Running Gag unter Kumpels bei mir, weil wir immer irgendwas zusammenspielen, gerade wenn es schnellere Sachen sind, dann gehen wir immer davon aus, sobald es einen juckt, dass irgendwo Gegner sind, weil man dann sofort von hinten irgendwo angefallen wird. So. Nehmen wir beschädigte Bücher. Ich nehme eines, keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir hier oben drüber quasi. Das sieht ja krass aus, diese Lichteffekte, wo hier das durchscheint quasi. So, und da links sehen wir auch schon das Zeichen, dass es da wichtig wäre, reinzugehen. Neben dem Geldbeutel liegt hier einfach neben der Tür, finde ich gut. Das ist doch eigentlich auch noch einer, oder? Naja. Ustengraftiefen. Gehen wir mal rein. Bin ich sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich will doch nur dieses blöde Horn. Aber na gut. Dungeon klopfen. Und das sieht ganz gut aus. Das ist bisher ja immer im Kampf rausgecrashed. Also auch ein, zweimal zwischen den Aufnahmen, wenn ich ausprobiert habe. Und ja, bis jetzt haben wir ja doch ein bisschen was gekämpft und es ist eben nichts passiert. Also dann war es wirklich dieser Kopfbewegungsmod. Was ich schade finde, weil ich den super toll finde. Und das ist ja mal arg krass. Wo sind wir hier? Oh, weia. Ich mache mir etwas Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Meine Hand brennt. Es wird langsam ein bisschen warm an der Pfote. So. Ist ja Wahnsinn. Was ist das? Was ist das? Ein alter Nordbogen. Nordbogen? Nordbogen, Nordbogen. Ah, wir haben einen Jagdbogen, der macht Schaden 11. Ich nehme den mal mit, der macht mehr Schaden als meiner. Boah, ey, krass, was ist das da unten ist? Das ist so eine... Das ist so eine... Wie nennt man denn das? Ich weiß es gar nicht. So, das gibt es ja auch ganz selten in Wirklichkeit da unten. Ist das also nach oben offen? Krass. Bin ich gespannt, was uns da unten jetzt noch so erwartet. Boah, es ist eine Falle, ne? Das ist eine Feuerfalle hier. Falsche Taste. So, jetzt sind wir geheilt. Okay. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Kommt er mir jetzt nach oder kommt er mir entgegen? Kommt mir entgegen. So. Jetzt nicht durchsucht, ich Depp. War egal. Ich stehe unter Strom gerade. Das Pup-Pup im Hintergrund, das war jetzt schon zwei, dreimal zu hören, die Aufnahme. Tut mir übrigens leid. Ich habe vergessen, ein anderes Spiel zuzumachen, das da steht und wo sich Leute ein- und ausloggen. So. Durchsuchen Orne. 9. Ich sag's nur immer dazu, weil ich meine, das passiert jedem Let's Player mal. Mich selber nervt es aber immer, wenn ich das höre in anderen Let's Plays, in anderen Aufnahmen von anderen Leuten und dann weiß ich nicht, ist es jetzt mein PC, der die Geräusche macht? Oder kommt das aus der Aufnahme? Und dann weiß man es halt, wenn es gesagt wird. So. So, genügend drüber geredet. So, haben wir noch einen weggebastelt. Jetzt werden wir hier unten nochmal genauer umgucken. Irgendwas liegt. Die Drauge haben sich hier gemütlich gemacht, ha? Ich suche eine Urne. Oh, Heiltrank. So, mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Das sind jetzt, glaube ich, nicht die... hoppala, falsche Taste. Das sind jetzt, glaube ich, nicht die Sachen, die wir brauchen. Ich schalte mal alles andere ab.
bis auf das Horn von Jürgen Windrufer, weil dann, genau, geht in die Richtung, ne? Also sprich jetzt hier rechts lang. Dann, haben wir nicht das Gefühl, dass wir in die falsche Richtung laufen, wenn ich auf die Karte gucke. So, Magieresistenz auch nicht verkehrt mitzunehmen. Kann man das durchsuchen? Hier ist so eng. Da steht nichts. Ich höre überall Geräusche. Boah. Hier war ich jetzt gerade, ne? Das heißt, vermutlich müssen wir hier außen rumlaufen. Oben rum. Ich randaliere mal ein bisschen. Okay. Nach oben. Kamen wir nicht von da? Ich dachte. Das ist vielleicht nur so ein Zwischenraum quasi. Ja, da komme ich aber nicht durch. Da hier. Schau ich mir den Gang da oben mal an. Wow! Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken. Verdammte Feuerfalle schon wieder. Boah, habe ich mich erschrocken. Mein Herz. Ich will eigentlich schon auch ganz gerne da unten drin irgendwie rummarschieren. Und, hä? Das ist nicht hier auf der Ebene der Weg, den ich sehe auf der Karte irgendwie, ne? Ihr müsst jetzt hier direkt hier irgendwo sein. Ist das eine Tür? Nee. Das ist keine Tür. Wäre quasi, bin ich jetzt quasi auf Höhe des Weges, ne? Nicht ganz. Okay, wir müssen runter. Puh. Ja, sorry dafür. Und jetzt renne ich aber nicht in die Feuerfalle rein, sondern jetzt springe ich rüber, so gut es geht. So. Da kann ich nicht rein. Das sind zwei so Übergänge, ne? Nehmen wir die Abkürzung. Und probiere mich mal hier. Komme ich da hoch? Ne, da hier komme ich nicht hoch. Dann dadurch. Ja, hier. Hier, da hatte ich jetzt auch den einen noch, ne? Den ich besiegt hatte. Ich kurz raus bin. So, da ist eingestürzt. Da scheint nichts zu sein. Auch nichts zum Looten. Ah, ist ja interessant. Ich wollte jetzt eigentlich die Mausempfindlichkeit verstellen. Bin seltsamerweise in die Ego-Perspektive gekommen. So, jetzt hat es aber funktioniert. So, jetzt will ich die Seelenfalle wieder haben. Also irgendwie ist das hier immer vertauscht, das macht mich sehr... So, aber inzwischen weiß ich tatsächlich, wie die funktioniert so halbwegs. Nicht mit Zahn hier. So. Und... So. Jetzt habe ich die unerbittliche Macht wieder an. Das hat den anderen Schrei vielleicht auch noch. Also das war aus Versehen. Dabei kommt mir aber, dass ich den anderen Schrei halt auch am besten noch mit ins Favoritenmenü nehme. Dann gibt es da keinen Stress. So, da kann ich nichts durchsuchen. Kommt schon von vorne, ne? Ist da irgendwas rieselt, bewegt, sonst noch was. Schau erstmal hier oben rum. Ein Trollschädel. Beschädigtes Buch. Hier ist nichts weiter, was man mitnehmen sollte, könnte. Also was das bringt. Er läuft halt total komisch dadurch auch, dass er versucht nach hinten zu schauen die ganze Zeit.